So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial How to Kochen mit Hartz IV. Diesmal nehme ich hier über die iPhone-Kopfhörer auf. Ich hoffe, das klappt. So, die Pfanne ist auch schon heiß. Diesmal gibt es eine deutsche Suppe mit Sauerkraut, meine Kameraden. Und jetzt diesmal ist Gabruski-Suppe. Heute gibt es deutsche Suppe. Aber ohne Kartoffeln, denn die haben zu viel Kohlenhydrate. Kohlenhydrate machen das Herz schwach. Und langsam. So, genug Deutsch. Also, ihr weißt schon, Hardcore-Deutsch. So, zuerst haben wir hier so ein paar Standardwürstchen. Die darf in keiner Feldküche fehlen. So. Nehmt das hier auf. In keiner Feldküche darf in der fehlen. Die gute Wurst. So, das drehen wir hier runter auf 5, das reicht. Denn die müssen alle gleichmäßig braun werden. Gleichmäßig immer ihr Glied, meine Würstchen, meine kleinen Soldaten. Denn alle Deutschen haben kleine Würstchen in der Pfanne. In der Hose ist das was anderes. Wenn ihr euch davon überzeugen wollt, müsst ihr meinen YouPorn-Kanal abonnieren. Nein, Spaß, ich habe keinen. Soll ich einen machen? Ich denke darüber nach. So, Schnibbel die Schnapp. Mit der Wurstpackung hier auch nochmal ein Magazin, schönes Streifenmagazin, wie mein guter alter Karl 98. Die Würstchen hier rein in die Patronen. So, jetzt klebt das hier. Immer wenn man das Würstchen anfasst, dann klebt es. Da ist so ein weißes Zeug dran. Scheiße Würstchen. So. Ja. Dann können wir auch schon mal das Wasser aufsetzen. Für den Sud. Ich hoffe, ihr habt Spaß, meine Kameraden, auf Instagram. Aber Instagram, das ist Englisch, Londonsprache vom Feind. Wir nennen es deswegen Bilder zum Teilen der Scheiße. Egal. So, geht wieder. Sauerkrautski. Product Placement. Natürlich in keinem deutschen Essen fehlen. Das würde gar nicht gefallen. So, Rinder. Bisschen rumrühren. Dann haben wir ein bisschen Gemüsebrühe. Entfernen Sie diese Präservative. Schichte jetzt davon so ein bisschen hier rein, so nach Augenmaß. Das reicht. So. Gucken, ob das Aufzeichnungsgerät noch funktioniert. Nicht vergessen. Knoblauch. Das darf nicht fehlen. Bisschen mehr Hitze, damit die gleichmäßige Volksbräunung des Würstchens zunimmt. Schon mal ein Messer bereithalten. Jetzt brauchen wir noch Tiefkühlgemüse aus guter deutscher Erde. Kaisergemüse, das muss wohl schon sehr alt sein. Heutzutage würde da draufstehen. Führergemüse. So, meine Freunde. Und Verfolger bei Interbild. Und diesen... dein Kanal, dieses YouTube, wie die Tommys sagen können. Die Tommys sind wir jetzt eh wieder los. Die haben sich aus der EU verabschiedet. Gut dabei. Meine Drehtasche im Verein. So, von dem Gemüse kann man da jetzt machen wir da ruhig so. Ja. Noch ein bisschen. In der Suppe muss ja auch was drin sein, damit der gute Soldat wieder fit wird. Und an der Front arbeiten kann, so wie mein Opa einst. Recht so, Gemüse in den Topf. Recht so, Gemüse in den Topf.
Packe diese in den Topf. Das wieder gut verschlichen. Zurück in den Eisschrank. Zwischendurch kann man sich mal ein Stückchen Brause gönnen. Die Würstchen müssen wir jetzt auch mal von der anderen Seite machen, damit sie gleichmäßig braun werden. Denn jede deutsche Wurst muss gleichmäßig braun sein. So, Mülltrennung ist wichtig. Verdammt, immer diese gelben Säcke sollten braune sein, dann werden sie verlässlicher. Kein Produktplacement. So. Ja, die müssen auch nicht ganz durch sein, so halb reicht, die kommen da rein. Und ein Shit zum Umrühren. Sieht gut aus, fast so solide wie eine deutsche Standfrankgranate. Umrühren, gleichmäßig natürlich. Alles muss gleich sein, im Reich, in der Suppe, überall. Das hätte dem Opa zugesagt. So, die ist schon ein bisschen mehr braun. So, da können wir ja mal anschneiden. Fatality. Eine Geschmacksprobe der deutschen Wurst. Guckt das euch an. Guckt das euch an. Seht ihr diese Bräune gleichmäßig? Schmeckt. Solide. So, dann kann man die Sprache. Dann, meine Freunde, nehmt die Würstchen heraus, zerkleinert sie ein bisschen, aber auch nicht zu sehr. Denn der Kommen soll ja auch noch was zu tun haben. So. Diese Suppe geht nicht mehr deutscher mit Karotten und Feldgemüse. Guter deutscher Nürnberger Wurst. Und ordentlich saurem Sauerkraut. Das gibt uns auch den Namen. Meine Freunde, die Engländer, die nennen uns die Tommies. Nee, das war so rum. Hier sind die so und die nennen uns dafür die Krauts. Wegen unserem guten Geschmack von Sauerkraut. Sauerkraut gibt Power. Dann klappt es wieder mit dem Marschieren, Exerzieren und sonstigen sportlichen Betätigungen. Wie Acker unterwühlen, Kartoffeln ansehen und sonstiger Scheiße. Wie ihr seht, ist das hier alles nur eine Komödie, denn ich bin der braunste NPD-Wähler, den es gibt. Ich bin äußerlich sehr braun und innerlich noch mehr. Fast so braun wie dieses Würstchen. So. Jetzt kommt der ganze Salat, dieser Wurstsalat, in den Topf. Nicht aus der Reihe tanzen. Wer aus der Reihe tanzt, wird standrechtlich gegessen oder erschossen. Das überlege ich mir noch. So. Du musst bestraft werden, du wirst sofort gegessen, Wurststück. Du kommst da wieder rein. Du auch. Und dann dir. Statieren wir ein Exempel. Die Tür zu machen. Fuck! Ganz sicher, dass der durchlangen.
haben Sie letzte Worte? Warum haben Sie sich unbefugt von der restlichen Wursttruppe entfernt? Möchten Sie etwas sagen? Es tut mir leid, es tut mir leid. Halt die Schosse! Jetzt kriegst du es! Die war noch geladen. Jetzt hat die Wurst das gelernt. No, piu, piu. So, meine lieben Freunde und Gemeinerinnen, ich hoffe, dieses Video hat euch unterhalten. Es wird vielleicht auch im Volkshandel aufgefallen. Ja. Ich werde jetzt hier diese Suppe noch zu Ende kochen und dann verköstigen. Macht mir doch mal in den Comments, jetzt kommt der Real Talk, ein paar Vorschläge, von welchem Land ich das nächste Mal zu essen kochen soll. Ich hätte mal Bock auf eine Low-Cost-Pizza, also Italien. Unsere italienischen Freunde, die können ja auch sehr gut Tortellini machen. Also, bis zum nächsten Mal.